Hi guys, ich bin's, Andrea. Ich zeige euch heute eine Seite, die ich gemacht habe. Und zwar wollte ich eigentlich nur ein bisschen spielen hier mit meinen neuen Stempeln von Donna Radcliffe. Diese Fairy-Häuser oder Feenhäuser oder Elfenhäuser oder wie auch immer. Und hatte dann hier die schon gestempelt und habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt hast du die schon so schön gestempelt, jetzt kannst du auch eine Seite machen. Dann wollte ich natürlich noch weitermachen, musste dann aber unten die Stiele abdecken und habe dafür dieses dünne Abdeckband genommen und dann diese soliden Stempel, die ich hier habe, die färbe ich ein mit den Aquamarkern und gehe hier mit verschiedenen Farben drüber. Wenn du das machst, du brauchst im Prinzip nicht eilig zu sein. Lass dir Zeit, such schön aus, welche Farben du haben willst, weil am Ende sprühe ich halt so mit so einem Wassernebel darüber. Und das aktiviert alles wieder sehr, sehr bequem, sehr angenehm und es funktioniert immer super. Ich wollte die jetzt nicht nur so als Schatten, als Silhouette haben, sondern schon bunt. Das ist Fairyland für mich, ja, das muss bunt sein. So, jetzt werde ich euch zeigen hier so einen ganz leichten Wassernebel drüber. Von Weitem lasse ich den im Prinzip drauf fallen. Ich sprühe gar nicht direkt auf den Stempel, sondern oberhalb des Stempels, so dass der Wassernebel sich auf den Stempel legt. Und so bekommst du eigentlich die besten Abdrücke hin, ohne dass es zu viel ist, zu wässrig, wie du hier siehst. Es erfordert ein kleines bisschen Übung, funktioniert aber super. Eben auf Aquarellpapier funktioniert das am besten. Musst halt schauen. Muss man ein bisschen üben, aber wie gesagt, geht super gut. Hier bei dem anderen soliden Stempel mache ich das genauso. Das ist nichts anderes. Es ist sehr, sehr bequem. Und was ich dann noch machen kann jetzt, da das ja Aquarellfarbe ist, kann ich das ganz super, das sind zwei Stempel, aber so verblenden, dass es im Prinzip wie ein Hintergrund aussieht. Und jetzt kann ich halt auch die Papiere entfernen. Und dann sieht es aus, als wäre es im Hintergrund, also hinter diesen Stems, wie heißt Stiele, ja. Ich muss es hier noch so ein bisschen angleichen, aber das ist ja keine Arbeit. Mal eben so drüber. Okay, jetzt fange ich an zu kolorieren und da nehme ich wieder meine Aquablends, die Aquarellstifte, die ich sehr, sehr gerne benutze. Es ist einfach eine schöne Arbeit. Man kann gerade in der Art, wie ich sie hier benutze, wenn ich die aufnehme vom Stift direkt in meinem Wassertankpinsel hier, ist einfach eine ganz leichte Art. Das kann jeder. Das ist so ideal auch für Anfänger. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Nehme ich zu viel? Wie blende ich es aus? Und so funktioniert das gut. Nur, worauf man halt achten muss, ist das, wenn du eine Schicht schon gemacht hast und willst nochmal drüber, das erst alles zu trocknen. Weil natürlich, wenn du immer wieder im Nassen arbeitest, das beste Papier sich irgendwann abhält. Das ist so. Also, wenn man nochmal eine Schicht haben möchte, irgendwas verblenden möchte, einfach vorher trocknen. Das geht schon gut. Und irgendwann ist man dann halt so geübt, dann braucht man einfach, ja, dann arbeitet man eben immer wieder, während man arbeitet, kann man auch gleichzeitig verblenden. So. Aber wie gesagt, das ist eine relativ einfache Sache für einen Anfänger anzufangen oder für jemanden damit anzufangen. So, die kleinen Mondkapselhäuschen hier, die finde ich ja so süß. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Donna Radcliffe mit diesem Fairy-Thema. 4 oder 5 Sets. Ich habe nur 2, weil ich bin jetzt... Die Fairies selber, also diese Feen selber, finde ich jetzt das nicht so meins. Aber ich fand diese Mondkapselhäuschen und diese, da gibt es auch diesen Pilz, den habt ihr am Anfang gesehen, diese Pilzhäuschen, die finde ich einfach nur so goldig. Darum habe ich mir dann die beiden Sets bestellt, ohne eben die Elfen. Die Elfe ist nicht so meins. Aber so wie sie leben, das finde ich ganz, ganz niedlich. Wie gesagt, die Fenster mache ich so ein bisschen ganz warmes Licht, das nach draußen scheint, so ganz gemütlich. Und jetzt und dieses solide Stempel im Hintergrund da mit den Pilzen gehe ich jetzt mit so sketchy Linien noch drüber, um das Ganze so ein bisschen zu definieren, weil die sind ja im Prinzip nicht definiert und durch die Farbe, die ich drauf gegeben habe,
hast du ja schon mehr Definition, aber mit den Linien kriegst du da wirklich das komplette Bild und es sieht aus, als hättest du es selbst gemalt. Ist doch, ja, das ist doch klasse, oder nicht? So, ein bisschen Highlights hier und da. Natürlich, das gehört dazu. Dazu nehme ich dann immer noch meinen Posca. So, und dann habe ich gedacht, ja, dann habe ich gedacht, irgendwas fehlt da auf der rechten Seite. Und habe mir gedacht, ja, da male ich doch mal eben einen Menschen hin. Ja, mal so eben. Ja, ich habe da ja eh gerade so Menschen, ich meine, mit anderen Sachen geht es ja, aber so menschliche Figuren irgendwie, ja, das macht mir Schwierigkeiten. Man sieht es auch, aber es ist okay. Ich war am Schluss ganz, ganz okay damit. Von der Haltung her, seitlich, da ist perspektivisch einiges falsch. Das ist nun mal so, wenn du mal siehst, das Schulterblatt, das habe ich überhaupt nicht definiert. Das habe ich hinterher so gesehen. Ach, jetzt ist es aber wurscht. Ich wollte, Entschuldigung, ja einfach nur Spaß haben. Und das hatte ich. Das war's. Und ich lasse euch einfach teilhaben an meinem Spaß. Und nicht an einem Meisterwerk. Ja, das ist aber okay. Gehe jetzt hier drüber mit meinem Inkstift, bevor ich dann alles ausradiere. Und natürlich, der kriegt so ein Blatt auf den Kopf als Hut. Das fand ich jetzt irgendwie passend. Ich hätte ihm noch so ein paar Elfenohren machen sollen. Aber zum Schluss, und das sieht man hier leider im Video nicht, das habe ich hinterher gemacht, das werdet ihr aber in den Fotos sehen, habe ich dem der Seite hier noch einen Namen gegeben. Und zwar Ferry Spotte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Im Englischen gibt es das so Train Spotte, Plane Spotte, so Flugzeuggucker und Zuggucker. Das sind jetzt nicht nur Gucker, also Spotte, die haben natürlich ihre Listen und haken dann ab. Oh, den Zug habe ich gesehen und den Zug oder das Flugzeug habe ich gesehen am so und so vielten, so und so. Das gibt es halt auch mit anderen Sachen. Und das ist jetzt mein Ferry Spotte. Ja. Fand ich ganz witzig. Wisst ihr, ich wollte ihn erst Ferry Stoker nennen, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist wieder politisch nicht korrekt. Und dann werden sie zu viele beschweren. Oh, ich bin, oder ich bin mal gestalkt worden. Das war gar nicht witzig. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, Spotte. Na, und ich meine, es soll ja auch was Nettes sein. Er ist ja jetzt kein schlechter Kerl, sondern der möchte einfach nur schauen, wie die leben. Obwohl, ich weiß nicht, ob mir ständig einer durchs Fenster guckt, ob das so angenehm wäre. Aber gut, mal. Abgesehen von dem Thema. Ja, ist gut jetzt. Okay. Er wird jetzt so, er geht jetzt in die letzte Phase. Bisschen Highlights mit meinem Posca hier und da. Natürlich. Unten der, ja, genau, der Pilz, der bekommt noch so ein paar Punkte. Und ich muss natürlich dann noch am Hintergrund arbeiten. Das ist ganz klar. Der ist ja jetzt noch ganz weiß. Und da nehme ich natürlich auch meine Aquablends und packe den, mach so ein bisschen grün und blau im Hintergrund. Nichts Spektakuläres, aber immer noch am Schattieren hier, um wenigstens meine perspektivischen Fehler ein bisschen auszugleichen. Ja, ein bisschen Schattierung hier und da natürlich. Aber wir kommen bald zum Punkt. Okay, immer noch ein bisschen schattieren, sorry. Wenn ich dann einmal anfange, wisst ihr, dann kann ich auch nicht mehr aufhören. Hier bei den Pilzen zum Beispiel, da habe ich gar keine Farbe mehr genommen, sondern einfach nur das aufgenommen, was schon da war. Das ist ganz gut. Du kannst das immer wieder ein bisschen aktivieren. Und dann nehme ich dann natürlich wieder vom Stift Farbe und gehe dann ja drauf, weil mit dem Blau jetzt auch vom Stift, weil ich es nicht so intensiv haben wollte. So, und dann gehe ich hab mir gedacht, da fehlt noch was an Stempeln, irgendwas, und habe mal so durchgeguckt, was ich machen könnte. Wollte irgendwas Schwebendes haben. Und habe dann in einem Unterwasser-Stempelset, was von hier noch Sketchy Lines jetzt hier über diesen Kerl, aber da habe ich dann in einem Unterwasser-Set von Sheena Douglas Stempel gefunden, so Bubble, so Luftblasenstempel. Da habe ich mir gedacht, oh ja, die nimmst du mal. Könnt ihr hier sehen. Und da habe ich erstmal geguckt, ob es funktioniert. Und habe dann gesehen, ja, funktioniert ganz gut. Ich habe mir immer erst diese Plastikfolien, dann schaue ich.
Und die steigen hier auf. Und das sind für mich natürlich keine Luftblasen in dem Fall, sondern Fairy Lights hier, sag schon, Feenlichter. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, aus dem gleichen Set war dieser Fischschwarm und habe gedacht, ja, das wäre was. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Irgendwie fand ich das toll. Naja, ist völlig daneben. Das habe ich auch hinterher weggemacht, werdet ihr dann sehen. Ich habe dann gesagt, ja, die Fairies wollten das haben. Die haben mir gesagt, die wollten die Fische da durch haben. Nein, 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 nein. Okay. Und wie ihr seht hier, jetzt mache ich aus meinen Luftblasen, mache ich kleine Feenlichter. Die kriegen dann noch so kleine Fädchen dran, wie Ballons, die dann nach oben steigen. Und dann hat sich ein bisschen natürlich Lichtschein drumherum, ganz klar, ganz warmes Licht. Ich werde das dann auch noch mit dem Blau ein bisschen ausgleichen im Hintergrund. Und ja, noch ein bisschen Gelb mehr hier und da. Aber irgendwie war es immer noch nicht ausbalanciert genug. Ihr werdet sehen, ich werde noch ein bisschen rumfummeln da. Konnte mich dann immer nicht, ja, zügeln. Hier mache ich diese kleinen Fädchen dran. Und dann sieht das doch schon mehr aus wie so ein Ballon, der so nach oben steigt. So ein Lichterballon. So, und hier habe ich dann gesehen, ihr habt gesehen, die Fische habe ich schon weggemacht. Ja, und dann war es irgendwie für mich nicht mehr ausbalanciert. Und dann habe ich noch mehr von den Luftblasen genommen und hier und da gestempelt, dass es für mich balanciert ist. Ein bisschen wieder mit dem Gelb und Orange behandelt und dann gleiche ich das Ganze mit dem Blau noch aus für den Himmel. Und dann hat sich das auch. Nun werdet ihr auch schon das Close-up sehen. Und da, hier waren noch ein paar Highlights hier und da. Und da habe ich den Titel noch nicht drauf, den werdet ihr auf den Fotos sehen. Aber jetzt könnt ihr mal nachschauen, wie die Fische, die ich da überdeckt habe, das sieht man natürlich, aber irgendwie sieht es auch aus wie schöne Wolken. Also man sieht kaum noch was. Hier ist also genau der Typ zu sehen, der hat eine furchtbare Nase, ja, aber. Okay. So Leute, ich danke euch ganz, ganz lieb fürs Schauen. Wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ihr könnt es auch gerne teilen, das Video mit euren Freunden, wenn ihr denkt, die werden auch Spaß haben. Dafür danke ich euch recht schön und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Lasst es euch gut gehen. Bye, guys. Bye, bye.